willkommen zu Musel Talk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu Musel Talk Workshop. Und heute geht es um einen kleinen, effektiven, aber auch manchmal gefährlichen Trick, wie man altes, verlorenes Equipment wieder an den Start bringen kann. Und zwar habe ich darüber schon mal einen Podcast gemacht mit dem Thema das verlorene Equipment. In dem Podcast ging es darum, dass wir oft Equipment, also meistens Softwareinstrumente oder Programme verlieren, wenn wir auf ein neues Betriebssystem upgraden müssen oder wollen. Oder wenn wir auf ein anderes System umsteigen. Weil halt eben gewisse Plugins nicht mehr gepflegt werden. Wir kennen das von dem einen oder anderen Profi, der immer noch mit System 9 auf dem Mac arbeitet, weil es da einfach Plugins gibt, die unter OS 10 nicht mehr veröffentlicht wurden. Und mir ist es beim Umstieg vom PowerPC, vom G5 auf den Mactel iMac auch so gegangen, dass ich einen meiner Lieblinge verloren habe. Und zwar Da Hornet, ein schönes Plugin, was den Wasp emuliert. Dieses schöne Gerät hier gibt es nämlich auch als Plugin, aber leider nicht mehr als Mactel-Version, weil die Software nicht mehr weiterentwickelt wird. So, und deswegen ist das Ding auch bei mir im Studio leider auf der Strecke geblieben. Aber da hat mir Marc, den der ein oder andere vielleicht aus dem Sonic Talk Podcast kennt, einen super Tipp gegeben, wie man das auch unter Mactel, unter Logic zum Laufen bringen kann. Ja, und das können wir uns jetzt hier mal anschauen. So, für diesen Trick benötige ich im Prinzip zwei Komponenten. Ich brauche ein Programm, ein Host-Programm, das noch in der Lage ist, PowerPC-Programm und PowerPC-Plugins zu laden. Da gibt es den Host X, der läuft auch auf Mactel-Computern, allerdings unter Rosetta, dieser Emulationsumgebung. Und da kann ich nämlich mein Da Hornet, was ein PowerPC-Plugin ist, noch einladen. Als zweites benötige ich eine Software, mit der ich das Audio von dem zweiten Host in meinen Haupthost, das Logic, hineinbekomme. Sodass ich quasi über Logic Host X antrigger, über MIDI, und dann dort den Da Hornet ansteuern kann. Und den Output von Da Hornet, den route ich wieder hinein in mein Logic. So, und dann gucken wir uns mal an, wie das jetzt funktioniert, wo wir das Zeug herkriegen. Da gehen wir ins Internet und laden auf der Seite mmturner.homemindspring.com/software-html das kostenlose HostX-Programm herunter. Dann brauchen wir noch Soundflower, das ist relativ bekannt, wird sehr oft benutzt. Und das ist nämlich ein Free Inter-Application Audio Routing Utility. Hiermit kann ich jetzt das Audio von Host X wieder in Logic hinein routen. So, dann gucken wir uns mal Host X an. Wo ist er denn? Da ist es. So, hier ist er, der Host X107. Hier kann ich dann Da Hornet einladen. Schwupp. Und hier das GUI aufrufen. Und hier ist er, der gute alte Freund. Ja, klappt wunderbar. So, jetzt habe ich quasi das Plugin am Start. So, und jetzt muss ich rübergehen in Logic. Und hier habe ich mir schon eine MIDI-Spur angelegt. Und hier sieht man, man kann sogar direkt von Logic aus diesen Host antriggern, sodass quasi mein MIDI in den Host X reingeht und dort Da Hornet ansteuert. So, da. So, jetzt habe ich es auf jeden Fall schon mal geschafft über Logic, da will ich ja auch mitarbeiten, damit will ich programmieren, Da Hornet anzusteuern. Und jetzt muss ich nur noch irgendwie schaffen, dass das Audio da wieder reinkommt. So, und das habe ich wie folgt gemacht. Ich habe hier einen Audio-Input am Start und hier sieht man auch, hier läuft es nämlich auf. Das Routing habe ich wie folgt an den Start gemacht. Ich habe hier den Output von Host X, Kanal 1 und 2, auf Output 4 gelegt. Und dann kann man hier oben in dem Programm, warte mal, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, es heißt Soundflower Bed. Kann man das Routing so einrichten, dass
Channel 4 und 5 quasi hier nicht auf den internen Audiotreiber gehen, sondern als Input auf der 4 in Logic aufschlagen. Und jetzt steuert quasi hier meine MIDI-Spur. Da Hornet an. Audio kommt hier an. Ja, und hier kann ich hier. Ja, das Ganze lässt sich natürlich auch jetzt aufnehmen. So, der aufmerksame MuseTalk-Zuschauer hat das Mikrofon hier bemerkt. Das hat leider folgenden Grund. Dieser Setup mit Soundflower, der läuft nicht zusammen mit meiner Mio-Konsole. Die Mio-Konsole stürzt hier immer ab. Das heißt, dieser Trick ist wirklich nur was für Hartgesottene und die auch nicht so eine Angst haben, ihr System mal ein bisschen durcheinander zu bringen. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus möglich ist, das Ganze auch zusammen mit der Mio-Konsole irgendwie zum Laufen zu bringen. Ich habe es jetzt hier auf die Schnelle nicht geschafft und ich kann halt eben deswegen auch nur warnen. Also das ist was für Hartgesottene, ne? Aber es kann schon irgendwie interessant sein, das mal auszuprobieren, denn wer so ein Plugin hat, was er jahrelang benutzt hat, der möchte es sicherlich gerne auch wieder hier in diesem Zusammenhang an den Start bringen. Das Ganze funktioniert garantiert auch irgendwie unter Windows. Da haben wir ja auch ähnliche Kompatibilitätsprobleme. Zum Beispiel unterstützt ja Cubase 4 keine DirectX-Plugins mehr. Ich gehe mal davon aus, es lässt sich sicherlich ein externer Host finden, der DirectX-Plugins einlädt. Und auch auf dem PC gibt es die entsprechenden Tools, um MIDI von einer Applikation in die andere zu routen und auch um Audio von einer Audio-Applikation in die andere umzuleiten. So, ich hoffe, das hat wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Also, liebe MuseTalk-Hörer, wer sich traut, kann das mal ausprobieren. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.